diese Termine, die ich euch je erzähle, trage ich euch in euren Kalender ein. Und damit ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal zum Monat News April. Ja, ich habe wieder ein paar Termine, wie zum Beispiel das JuFiFe, das Jugendfilmfestival Mittelfranken. So, da kommen am 21. und 22. April FilmemacherInnen aus Mittelfranken die Filme haben bis Ende Januar. Hier nochmal der Trailer. Dran. Reiche dein Film bis zum 8. Januar ein. Mehr Infos unter www.jugendfilmfestival.de. In dem Fall an den zwei Tagen könnt ihr Filme anschauen von den FilmemacherInnen. Ich bin mal sehr gespannt, was sich da all genau dahinter verbirgt und was für coole Filme dieses Jahr auch dem Fest vorgestellt wird, bin ich mal sehr gespannt. Und echt am Samstag dann auch noch einen kleinen Workshop um 13 Uhr im Cinecita in Nürnberg. Schaut sehr gerne vorbei. Ich freue mich und ich bin gespannt. Auch die Shot and Share ist ein Barcamp im Rahmen der JuFiFe, das Jugendfilmfestival. Und ja, genau das findet am 17.06. im Parabol statt, wo ja FilmemacherInnen aus Mittelfranken bis 26 da vor Ort sein können. Und ja, da werden dann eben verschiedene Sachen wie Regie, Kameratechnik, das heißt, Tontechnik, aber auch andere Bereiche, was einen so interessiert. Man muss sich anmelden, auch der Mittelfränkisches Jugendfilmfestival Seite. Und dann kann man an dem Tag ab 10 Uhr vorbeikommen. Ich bin mal gespannt, wie der Hals wird. Ich nehme euch aber natürlich auch da wieder mit. Ich bin an zwei Wochenende in April nicht zu Hause. Da habe ich das kommende Wochenende, was hier kommt, nachdem dieses Video hier auf YouTube erschienen ist. Den 14. bis zum 16. und dann vom 28. bis zum 1.5. bin ich nicht zu Hause. Wieso, weshalb, warum? Das erfahrt ihr in den weiteren Vlogging-Videos, die dann nach und nach dann kommen. Werde ich euch dann darüber informieren. Aber bis dahin halte ich da erstmal meinen Mund. Am 12.5. oder lange Nacht der Ausbildung in Rot. Da waren wir 2022 schon vor Ort. Ich versuche dieses Jahr wieder vor Ort zu sein. Sollte machbar sein. Ein Tag später, den 13.5.2022, ist die lange Nacht der Computermesse in Leipzig, wo dann in die Computerspielen das Thema ist. Ich bin auch mal da gespannt, wie der Hall genau wird. Was ich euch auch schon mitgeben kann,
ist der 24.06.2023 ist der Creator Barcamp im Haus des Spiels in Nürnberg, wo verschiedene CreatorInnen aus überall kommen, ob irgendwie München, Redenburg. Ich gebe aktuell leider dazu aber noch keine genaue Information. Anmeldungen kommen alles nach und nach. Sobald ich da Informationen habe, werde ich euch hier auf meinem YouTube-Kanal informieren und auch den sozialen Medien. Und bis dahin. Damit war das auch schon wieder mit dem Monat nur April. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Das werde ich euch aber dann nach und nach dann mitteilen. Und dann sage ich erstmal schönen Abend, schönen guten Tag, wann ihr euch auch immer anschaut.